Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Italia im LS22. Ich stehe vor meinem eigenen Werk. Ich habe diesen ganzen Hänger von Hand beladen mit diesem Frontlader und diesem Unimog. Ich bin immer noch ein bisschen stolz. Ich hoffe, ihr auch. Und tja, jetzt geht es darum, all diese Ballen in die BGA zu bringen, damit wir den Auftrag endlich abschließen können. Fantastisch. Also, ran ans Werk. Wir fangen gleich an. Denn es wartet auf uns ja auch immer noch unsere Wiese hier, auf der immer noch Gras liegt, dass wir auch mal in das Keilsilo da fahren müssen. Außerdem müssen wir ein bisschen verdichten. So. Aber mal gucken, ob wir die hier einigermaßen heile runterkriegen. Oder ob ich das jetzt dann an dieser Stelle versaue. Ja, sieht schon schlecht aus. So. So. Wunderbar. Ich nehme mal immer zwei. So müsste das ganz gut passen. Und zack, weg sind sie. Sehr schön. Ja, vielleicht habe ich den Hänger da doch nicht so günstig hingestellt. Machen das jetzt so. Kann ich da ein bisschen näher ran? Rückwärts. Jetzt muss das ja auch nicht mehr ganz so ordentlich sein. Die kommen ja eh da in den Trigger rein und dann ist gut. Allerdings sollte ich mir mal anzeigen lassen, wie weit wir sind. 41% haben wir nämlich jetzt schon. Na nü. Muss ich höher? Ja, Ticken höher. Alles klar. Warte, Moment. Die sind, glaube ich, hier noch mit verbunden. Ja. Das war's. Das Problem hatte ich ja eben schon mit dem einen Einzelnen, der oben drauf lag. So. Ab mit euch in die BGA. 55? Okay, vielleicht wird nicht so viel überbleiben. Ich dachte erst, na, da könnte ja hier ordentlich viel für uns abfallen, aber das täuschte. So viel wird es gar nicht. Ist aber auch halb so wild. Aktuell brauchen wir noch kein Heu. Die Schafe brauchen es jedenfalls nicht. Ups. Und Pferde haben wir noch nicht. Das heißt, Schafe brauchen doch hier kein Heu, oder? Kurz nachgucken. Nicht, dass ich Mist erzähle. Aber ich meine, nein. Nee, brauchen die hier nicht auf der offenen Weide. Welchen Schafstall setzen würde, dann wäre es, glaube ich, was anderes. 69%. Na, ausrichten. Also abladen geht schneller als aufladen, ne? Muss hier mal festgehalten werden. So, wunderbar. Es läuft doch, wir haben Schnürchen gerade. So, die müssen wir erstmal lösen. Sonst kriegen wir die nicht mit. Ich überlege auch gerade, ob ich einfach alle reinhaue. Wie steht denn der Heupreis gerade? Heu. 93. 111 wäre Höchstpreis. 90 Tiefstpreis. Also es steht nicht gut. Aber. Gut, das sind 8 Euro dazwischen. Viel mehr ist halt nicht zu holen. Dann kann ich die da eigentlich auch alle reinzimmern. Nicht hinten überfallen. Ja, oder ich lager mir. Wenn welche überbleiben sollten, lagere ich sie mir vielleicht doch hier zwischen. Dann hat man welche
parat. 90. 97. Dann hauen wir da jetzt noch so einen einzelnen hinterher. Kriege ich den da raus? Wäre wahrscheinlich besser, einen aus der Mitte zu nehmen. Ah, doch. Klappt gut. Quaderballen sind nachsichtiger als Rundballen. Na komm, soll ich dich da reinschütteln? Und 100! Tata! Auftrag Nummer 3 vollendet. So, der Rest gehört uns. Ja, krass. Dann packe ich die doch auch erstmal hier in den... Ich überlege gerade, ob ich die auf dem... einfach auf dem Wagen lasse erstmal und den Wagen nochmal behalte. Der kostet 900 Miete, also der kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, das kann man mal machen. Und wenn ich merke, oh, mir geht das Geld aus, dann kann ich immer noch dahergehen und sagen, okay, jetzt geben wir den zurück und laden den ab. So, dann brauche ich da jetzt gar nicht so viel Aufhebens drum machen. Den Frontlader, den packen wir schon mal zurück. Das hat doch ganz wunderbar hingehauen hier. Ups. Eigentlich. So, Frontlader einmal abliefern. Dann parken wir den Hänger bei dem anderen. Bei dem Andersen. Bei dem überlege ich jetzt tatsächlich, ob ich den dann nicht zurückgebe und den Hänger hier einfach auch für Rundballen benutze, aber auf den Andersen gehen halt 24. Die kriege ich hier, glaube ich, nicht drauf gestapelt. Ich tippe auf, das gibt Probleme. So. Aber ich könnte die... Ja, ich lasse den Andersen mal stehen. Falls ich doch das Fahrsilo irgendwie in Betrieb nehmen möchte, dann kann ich nämlich die Ballen da einmal umlagern. Dann kommen die einfach auf den Andersen drauf. Ist ja genau eine Wagenladung. So, das haben wir. Beiden Hänger sind geparkt. Da würde ich sagen, dann geben wir mal unsere Aufträge ab und verabschieden uns hier vom Xerion etc. Könnte ich jetzt alles noch zum Hof, zum Händler zurückfahren, aber was soll das? Wir geben jetzt ab. Was bekommen wir denn? 40, 48, 54.000, 64.000, 71.000, um die 72.000 Euro müssten wir jetzt einnehmen. Wir haben 154.000 auf dem Konto. Abschließen, abschließen, abschließen. Ganz viele neue Düngeraufträge hier reingekommen. Pflügen ist reingekommen. Spritzen, Unkraut bekämpfen. Kein Grubbern. Ich sollte mir einen Flug kaufen. Zumindest hier, oh, Feld 20, 22.000 Euro. Also Flügen, ich glaube, ich kaufe einen Flug. Weil das lohnt sich ja richtig. Nice. So, 227.000 Euro haben wir wieder. Nice. Das heißt, wir sind schon wieder ein ganzes Stück an unserem Kontostand, bevor wir diesen wunderbaren Fendt hier gekauft haben.
mit dem wir jetzt mal spaßeshalber, auch wenn er jetzt hier keine Zwillingsbereifung und so hat und auch nicht die große Motorisierung, haben so ein kleines Gewicht dran, aber wir gucken mal, ob wir hier nicht vielleicht schon so ein bisschen verdichten können oder bleiben wir hängen. Ah, doch, so ein bisschen was tut sich da schon. Aber wisst ihr was, wir machen da jetzt tatsächlich mal, glaube ich, was kostet denn, kurzer Check, was kosten Feld 27, 28? Die kosten 236.000. Hm, okay. Das wäre also nicht drin. Schade. Feld 25 wäre drin, um hier die Flächen zu erweitern. Ja, ich war gerade am überlegen, ob ich hier mal Zwillingsbereifung einfach mal eben drauf baue. Was ja eigentlich auch Quatsch. Wir gucken mal, dass wir das hier so grob verdichtet bekommen. Ich sollte vielleicht auch einfach rückwärts anfahren. Würde auch Sinn machen. So. Vielleicht würde sich auch der Eicher anbieten. Der hat Zwillingsbereifung. Allerdings wiegt der nicht so viel wie der Fendt. Von daher ist das hier, glaube ich, die bessere Wahl. Okay, auf jeden Fall funktioniert es wunderbar. Wir lassen den Fendt hier gleich stehen, weil wir werden jetzt einfach mal mit dem Unimog unseren Sammelwagen einsacken. Und dann werden wir noch ein paar Runden von unserem Gras, von der Wiese holen. Und das hier ins Silo abfahren. Das haben wir nämlich auch noch auf dem Zettel. Heieieiei. Ein Glück ist der so wendig hier. Wie so ein kleiner Autoscooter. Mensch, ich freue mich richtig. Die drei Ballenaufträge dann doch noch ziemlich gut abgeschlossen, würde ich sagen. Klar, wir haben da jetzt auch noch ein paar Invests eingehen müssen oder mieten. Aber die kann ich ja auch weiter nutzen. Die habe ich ja jetzt gemietet. Das heißt, ich kann, wenn hier wieder ein Ballenpressauftrag reinkommt, für Silage, hätte ich jetzt schon alles da. Muss ich kein Gerät mehr dazu mieten. Das könnte ich so abdecken. Und wenn welche kommen, ja, dann werde ich die sicherlich annehmen, weil die bringen doch schon relativ viel Geld, ne? Warte mal, wenn ich den so ankoppel, ist ein bisschen doof. Ich sollte mich eher, wobei mit dem Teil komme ich gar nicht um die Ecke, so wie ich den geparkt habe. Ich muss hier eine Runde drehen. Ja gut, okay. Sonst bleibe ich nämlich an den Steinen hängen. Oder ich fahre einfach von oben auf die Wiese, das geht natürlich auch. So. Ladewagen. Was sagt unser Siliermittelstand? Da ist noch ein bisschen was drin. Euchlor. Dann mal hoch zur Wiese. Denmantau. Ich weiß schon gar nicht mehr so recht, wo ich hier gestoppt bin. Müssen wir jetzt erstmal gucken. So, hier ist auf jeden Fall eine Bahn.
Ach so, ja, da wäre auch noch eine gewesen. Gut, weiß ich für die nächste Runde. Ach, und da ist auch so eine halbe. Wie bin ich denn hier gefahren, Mensch? Gibt's ja gar nicht. Ah, ein schönes Gefühl, wenn man mal so, wenn man sich so eine kleine Challenge gesetzt hat hier und das geklappt hat. So ein schönes kleines Erfolgserlebnis. Das hat gut getan. Guck mal, das endet auch hier einfach so im Nirgendwo. Dann nehmen wir hiervon doch schon mal einen Teil wieder mit. Und da sind wir auch schon wieder voll. Ja, geht immer flott. Dann kann ich von hier mal überblicken, ob hier noch irgendwo Bahnen liegen. Aber nee, hier unten war ich schon relativ fleißig. Okay. War ich ein bisschen flott unterwegs. So, und ich weiß nicht, ob ich von oben noch nachkippen konnte oder ob das schon nicht mehr ging. Wir testen das jetzt mal. Surprise, surprise. Wunderbar. Okay. Die Ecke ist voll. Da ging noch ein bisschen. Ja, da sollst du hin, da sollst du hin. Da geht doch noch ordentlich was in die Ecke. Ah, ach komm. Nee, will er nicht. Okay, nächste Runde fahren wir einfach von unten an. Ach so, ich bin ja auch doof. Ha, ich gucke gerade die ganze Zeit auf Siliermittel. Der ist ja schon leer. Sagt mir nur keiner, ne? Ist klar. So, was hier los? Geht das mal weiter, bitte. Hopp, hopp, wir wollen hier vorankommen, Freunde. Du musst Gas geben. Ich bin hinter dir, dir kann nichts passieren. Alles ist gut. Habe ich schön auf die Siliermittelanzeige geguckt und nicht auf die vom Hänger. Ist natürlich schlau. So, irgendwo hier sind wir gestoppt.
Ja, aber so kommt jetzt schon ein bisschen Fahrt rein, ne? Also das gibt Auftrieb, wenn dann die ersten Sachen doch irgendwie klappen. Auch wenn ich bei den Aufträgen zunächst dachte, oh Mann, das kann was werden. Hier geht ja gerade alles daneben. Dass das jetzt doch noch so rund geworden ist, das tut richtig gut. Aber ist halt auch so eine Sache, ne? Du hast alles aufgegeben in der Heimat und bist in ein fremdes Land gekommen, einfach auf blauen Dunst. Und wenn das dann nicht hinhaut, ist natürlich das dann brutal. Oder wenn du denkst, dass das nicht hinhaut. Aber Hindernisse werden halt einfach oder sind dazu da, aus dem Weg geräumt zu werden. Das haben wir gemacht. Auch wenn ich den Xerion gern behalten hätte. Einfach den Auftrag die ganze Zeit aktiv lassen, damit man den Xerion hat. Wobei, den könnte man ja auch nur für Auftragsarbeiten nutzen. Von daher, der hätte mir ja gar nichts gebracht. Oh, da werde ich zu schräg. Ach, wir sind voll, guck mal. Nächste Runde abfahren. In rasender Geschwindigkeit. So, dieses Mal knall ich hier nicht so um die Ecke. Schon gar nicht, wenn der Zug hier gerade durchgefahren ist. Moinsen, noch eine Fuhre. Ja, wir fahren mal von unten rein jetzt. So, der geht hier in die Ecke. Einigermaßen in die Ecke. Oh, 500 PS, ne? Ich schieb den dann einfach mal eben kurz hoch. Nice. Und schon ist er wieder leer. Das ging flott. So, wir kürzen eiskalt wieder ab. Ja, cool. Dann haben wir die eigene Wiese auch bald abgefahren. Dann muss ich mal gucken, worum wir uns dann kümmern. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich den Winter hier groß spiele. Der kommt dann ja auch schon bald. Aber ich würde ja schon gern einmal sehen, wie das hier aussieht, ne? Mit Schnee und so. Ich denke mal, reingucken werden wir auf jeden Fall einmal. Viel machen ist dann halt so eine Sache. Müssen da mal schauen. Müssen wir Schnee schippen. Oder wir machen dann noch mal eine Kartenbegehung und schauen uns die Spots im Schnee an. Das geht ja auch.
Ah, guck mal, wie, da ist der pixelige Mond wieder. Jetzt noch viel größer. Wirklich klar ist der nicht. Und das trotz HD-Texturen? So, müsste doch gleich schon wieder voll sein hier. Tata. Ja, das hat man im Gefühl irgendwann, ne? Man kennt seine Geräte und seine Wiesen. Und da weiß man so, gleich ist soweit. So, jetzt nicht auf die Seite legen. Na, hier war wohl gerade wieder der Zug parat. Morgen. Ja, so zwei, drei Fuhren habe ich wahrscheinlich noch. Wie wendig das Teil ist. Mega cool. Ich glaube, das würde mit dem 900er nicht so schön hinhauen. Hier vom Wendekreis her. Und mit dem Eicher, damit fange ich gar nicht erst an, das zu vergleichen. So, schön alles auffüllen hier. Und die nächste Fuhre leer. Läuft wie am Schnürchen. Oh, ist das hier schon. Das Morgenrot quasi. Die goldene Stunde. Müsste jetzt langsam kommen, ne? Ja, 5:24 Uhr. Der Tag bricht gleich an hier. Cool. Nee, auf der Bahn war ich dann noch nicht. Dann war ich auf der daneben. So, immer her mit dem grünen Gold. Wonderful. So, da ist noch eine kurze Bahn, eine lange. Achso, da kommen noch so ein paar vereinzelte Bahnen. Ach nee, das ist die zweite, die wird da fortgeführt, okay. Ja. Nach dem Hänger hier dürften das aber noch mal so zwei. Zweieinhalb vielleicht. Könnten das schon noch sein. Oh ja, guck mal, da unten kommen noch mehr. Dann sind es eher so drei.
3 Richtung 4. Glaube ich. Geschätzt. Ja, ist auch schon wieder voll. Dann ist die Schätzung, glaube ich, richtig. Ah, das machen wir hier. Stück für Stück. So, oh, wo ich gerade hier bin. Ich möchte einmal gucken. Raps, okay. Einmal beschleunigen. Und. Oh, Sojabohnen Stufe 6 von 6. Okay. Stufe 2 von 8 beim Raps. Sind aber zwei dankbare Feldfrüchte. Die bringen nämlich beide, wenn ich mich nicht täusche, ganz gutes Geld. Also, ich sollte wirklich drüber nachdenken, da jetzt einfach in den Kredit zu gehen und mir die Felder anzueignen. Vor allem bevor sie jetzt die Sojabohnen dann demnächst ernten oder die einfach verschwinden. Dann kann ich die nämlich schon noch abgreifen. So, jetzt erstmal kurz hier konzentrieren und den Hänger. Vernünftig abladen. So, schön da oben rein. Dann hau die Ecke mal voll. Entschuldigung. Ich hoffe, euch sind jetzt nicht die Ohren weggeflogen. So, zwei, drei Ladungen müsste ich noch holen können mit dem Seliermittel. Dann müsste ich aber auch danach füllen. So. Gut, ui, wir sind auch schon wieder über eine halbe Stunde unterwegs. Dann machen wir jetzt noch eben, wir machen einmal den Kartencheck hier. Also, wir haben jetzt 227.000 auf dem Konto. 236.000 würden die beiden Felder hier kosten. Oh, guck mal, die hier sind im Angebot. Ist halt auch kleiner. Feld 39 gibt es für 77.000. Gerade arg überteuert. Auch überteuert. Zweiunddreißig ist auch gar nicht doof, ne? 130.000 schmiegt sich dann hier an unseren Hof. Naja, nicht so richtig, aber 27, 28 wäre auch nur an der BGA dran hier. Warte mal, das sind 250, 52, 53. Diese vier Felder kosten zusammen 253.000. Und das hier kostet 236.000. Ist hier irgendwas in der Nähe, wo ich, ja, da kann ich zum Zug springen, oder? Mal aufs Feld gucken. Hui. So, ja, es würde bei 33 losgehen. 33, okay, 33 ist abgeerntet, benötigt Kalk und muss gepflügt werden. Okay. Ich denke jetzt über potenzielle Investitionen nach. Gerste im Wachstum, 83% Ertragsbonus.
Also noch ganz frisch. Unkraut muss behandelt werden und es muss gepflügt werden. Kartoffeln. Ups. Ach nee, abgeerntete Kartoffeln. Muss gepflügt werden. Ja, mit den Feldern hätten wir Arbeit. Was ja aber nicht schlimm ist. Könnten überall Gras draufbringen. Und Raps. 75% Ertragsbonus. Könnte man nochmal nachdüngen. Müsste noch gehen. Das ist die 30. Ja, das wären die 4. Sind auch gar nicht mal uninteressant, ne? Klein sind die nicht. Und kosten so viel wie. Na gut, die Flächen sind halt auch echt schon einen Ticken größer. Was ja aber gar nicht unbedingt von Vorteil ist, ne? Also ich hätte einfach gern noch ein bisschen Fläche dazu, wo wir ein bisschen was machen können. Und das erscheint mir gerade ein gar nicht mal so doofes Angebot zu sein. 17% günstiger, 25% günstiger, relativ nah an unserer kleinen Hoffläche. Später dann immer noch hier erweiterbar mit 27, 28. Jetzt ist nur noch 12% über Preis. Hä? War das nicht eben mehr? Ach nee, das 39er war das. Und dafür wäre ich auch bereit, in den Kredit zu gehen, tatsächlich. Ohne geht's nicht. Wir brauchen ein bisschen Puffer hier und auch Gerät. Wir brauchen dann tatsächlich einen Flug. Und das machen wir jetzt einfach. Ich habe das jetzt beschlossen. Wir nehmen jetzt 250.000 Euro Kredit auf für diese Flächen. Dann haben wir noch Budget über. Ich weiß gar nicht, wie viel Kredit man hier nehmen kann auf der Karte. So, 250.000. Und jetzt kaufen wir Felder. Oh, Kontostand 477.000. Was kostet die Welt? Wir nehmen die und wir nehmen die und da war das Geld auch schon wieder weg. 223.000 wieder auf dem Konto, 250.000 Schulden bei der Bank. Eieieiei. Aber wir werden jetzt haben wir ordentlich was zu tun. Sehr schön. Glaube, das ist eine ganz gute Erweiterung. Wir haben 4 Feldflächen, die haben eine ordentliche Größe, sind also mittelgroß für die Karte, würde ich behaupten. Ja, und die muss man auch erstmal bewirtschaften. Und ihr gehört mir auch irgendwann, aber jetzt halt noch nicht. Ich ziehe mich zurück, ich gucke auf meine Feldflächen. Hallo, mein Raps, wie geht es dir? Geht so gut, ne? Sehr schön. Das ist doch ein guter Abschluss hier für die Folge. Noch einen kleinen Invest getätigt. ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst einen Daumen da, ihr kennt das Spiel. Abo etc., Glocke und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.